Ja, so viel hat es hier in Russe geschneit. Gestern hatten wir noch 16 Grad und heute ist es, ja, Winter Wonderland hier in Bulgarien. Burgas haben wir jetzt auch gesehen. Zumindest kein Schnee, aber irgendwie so Schneeregen. Und ja, gehört halt auch dazu. Während in Nordspanien, Deutschland und was wir alles gesehen haben, Belgien die Welt untergeht, dreht sich hier die Welt ganz normal weiter. Keine Panik, irgendwie die Flugzeuge starten und landen, Züge, Busse, irgendwie fahren alle, auch wenn es hier, ja, ähnlich wie eben in Deutschland, Nordspanien auch so ein bisschen schneit und gar nicht so wenig halt im Prinzip. Eigentlich ganz normaler Winter, ohne Panik und alles geht normal weiter. Natürlich so ein bisschen unangenehm, vor allem eben der gestrige Tag, schön warm gewesen jetzt halt. Ja, kaltes Wetter soll auch die nächsten Tage kalt sein, auch zwar Sonnenschein, aber halt kühler, etwas kühler. Dementsprechend glaube ich vielleicht, dass der Schnee ein paar Tage noch hier überleben wird. Und ja, wir machen das Beste draus, dann arbeiten wir so ein bisschen mehr, ist ja eh einiges noch zu tun und die Zeit sinnvoll nutzen. Sightseeing-Tour kann man hier eigentlich eh in einem Tag erledigen. So der Ausblick, hier jetzt schnell noch mal einkaufen gehen und dann wieder rein ins Warme. Leider waren wir die ganzen Tage hier in Russe krank gewesen und konnten vieles nicht tun. Es war auch zu dieser Zeit sehr eisig und sehr kalt, Minusgrade bis zu minus 10 Grad circa. Für mich wäre interessant gewesen, da hochzufahren zum Fernsehturm. Soll das höchste Bauwerk Bulgariens sein mit einer Größe von rund 204 Metern. Es soll dort auch irgendwie eine Aussichtsplattform geben. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr spannend gewesen. Leider haben wir das nicht geschafft. Wir haben es nicht mal richtig geschafft, an der Donau entlang herumzulaufen. So fertig waren wir. Wir hatten ein Zimmer gehabt im Zentrum Russes. Somit sind wir da so ein bisschen rundherum gelaufen. Und ja, ich denke, im Sommer muss Russe eine sehr, sehr schöne Stadt sein. Wie schon in Sofia waren halt alle Brunnen geleert und durch den Schnee war es halt sehr winterlich geprägt. Die Stadt selbst liegt direkt an der Grenze zu Rumänien. Hier muss man, bevor man zum Grenzübergang kommt, vorher über eine Brücke die Donau überqueren. Die Mautgebühr beträgt hier 3 Euro, was ich sage jetzt für die Bulgaren nicht wenig ist, auch für die Rumänen. Vor allem, wo fließt das ganze Geld hin, ist mir so ein Rätsel. Also der Asphalt hatte mehr Löcher als ein Schweizer Käse, das war echt heftig. So lang ist die Brücke nun auch wieder nicht, dass man so ein bisschen was in Asphalt investieren könnte. Stattdessen sehr, sehr viele Kameras, dafür war anscheinend genug Geld da. Ansonsten ist halt der Grenzübergang dann auf der anderen Seite quasi wie so eine Massenabfertigung. Interessiert dort wirklich keinen irgendwas. Pass einscannen, original rübergeworfen unsere Pässe zum Rumänien. Und der dann auch eingescannt und direkt, ja, nicht mal ciao und weiter geht's. Also Fließbandarbeit auch an der Grenze. Kofferraum einfach nur aufmachen, wieder zumachen, fragen, ob Zigaretten, Alkohol, aber so richtig so, ja, dass er es halt ausgesprochen hat. Also das war jetzt kein ernsthaftes Kontrollieren. Uns hat es nicht gestört und von dort braucht man dann rund eine Stunde Autofahrt bis zur Hauptstadt Rumäniens nach Bukarest, was sicherlich auch eine feine Sache ist, wer halt mal so ein bisschen mehr Action sucht oder umgekehrt, also die Fahrt hin und her, jetzt keine Weltreise. Zurück zur Stadt Russe, mit rund 167.000 Einwohnern gehört die Stadt zu den größten im Norden des Landes. Es hat eigentlich alles, was man so braucht für eine Stadt, schöne Parks allgemein, was uns in Bulgarien aufgefallen ist. Viele Parks, klein und groß, mal schöner, mal einfacher gehalten, aber so ein bisschen, gerade wenn jemand wie einen Hund hat, kann man so ein bisschen Gassi gehen, ohne dass man jetzt ständig durch die engen Gassen stolpern muss. Wie gesagt, die Bürgersteige sind da jetzt nicht immer so spannend für einen Hund. Und ja, viele Kirchen und Denkmäler. Ich denke mal, Russe braucht sich da vor Sofia definitiv nicht verstecken. Viele Gebäude wurden von österreichischen Architekten entworfen. Es wird angeblich auch Klein Wien genannt. Und tatsächlich, mich hat es gerade im Zentrum etwas an Baden bei Wien erinnert, wo ich ein bisschen aufgewachsen bin und viel unterwegs war. Und ja, vielleicht etwas weniger verwinkelt, aber ja, optisch hat mich die Stadt positiv überrascht, wenn ich jetzt zum Beispiel an Pleven zurückdenke.
Auch Einkaufsgeschäfte gibt es in Massen, da braucht man sich auch keine Sorgen machen. Für die Fahrradfans verläuft hier auch weiter der internationale Fahrradweg der Donau entlang. Allgemein ist mir aufgefallen, dass hier in Bulgarien viel mit dem Fahrrad gefahren wird. Und ich meine damit nicht die Oma, die zum Bäcker fährt, sondern so richtig mit einer Tour de Bulgaria Montur, also komplett Paket mit einem Rennrad und so weiter. Ist natürlich gerade außerhalb, also auf den Landstraßen haben wir gesehen, sehr, sehr mutig, wer die bulgarische Fahrweise der Autofahrer kennt. Ja, sehr ehrgeizig. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Bulgaren sind, die Radfahren oder irgendwelche Extrem-Fahrradfahrer, die da quer durch Europa fahren. Aber ja, auf jeden Fall sehr auffällig gewesen. Gut, wir haben uns so gut es ging erholt und mussten nun weiter nach Varna. Und unser nächster Zwischenstopp geplant ist Schumen, wo ich mir unbedingt die Gründerväter Bulgariens ansehen wollte. Wer das Video nicht verpassen möchte und noch nicht abonniert hat, gerne den Kanal abonnieren. Und wenn dir das Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen und dann bis zum nächsten Mal.